Das letzte Mal bei Hide and Seek. Let's play Hide and Seek. Oh nein! Oh nein. Oh scheiße. Und so geht es weiter. Ja, es ist eine ganze Weile her, aber nun geht's endlich weiter mit Never Again. Es ist nämlich der zweite Akt schon draußen und den ersten habe ich ja schon gespielt, wie ihr gesehen habt. Oh. Warum hängt die Puppe hier drin? Oh gut, wir haben noch was für den Inhaler gefunden. Und eine Notiz, eine gekritzelte. Schauen wir kurz drauf. Things, was haben wir denn da? Wir haben 4 Inhaler. Geht ja gut los. Hier, Dad's old flashlight. Cool, wir haben die Taschenlampe. Jetzt können wir endlich hier aus dem Zimmer raus. Memories, was haben wir denn noch? That awful day. Es ist schon eine Woche her, seit Emma und ich im Wald verloren gegangen sind. Ich kann nicht schlafen oder essen. Ich gebe mir selbst die Schuld, dass ich sie diesen Abend nicht gefunden habe, als wir Fangen gespielt haben. Die ganze Zeit denke ich darüber nach, wie sie wahrscheinlich alleine im Wald herumläuft und den Weg nicht nach Hause findet. Warum kommt niemand nach ihr suchen? Ihre Eltern haben uns nie angerufen. Niemand hat uns gesagt, Liebes hat etwas Neues mitgeteilt. Als wäre Emma plötzlich für jeden unwichtig geworden. Okay, wie gesagt, ich habe hier letztes Mal aufgehört, es ist nicht mehr viel passiert. Electric Box, gut, das hatten wir alles. Ich habe mich gerade nochmal nachspielen müssen, das mit der Puppe. Mirror in the Cave. Okay. Tada, wir haben die Taschenlampe. Jetzt kann ich endlich mal die Tür aufmachen und sehen, was es hier noch so gibt. Im Haus, in dem Gruselhaus. Why is it so cold here? Warum? Da spielt jemand Ball? Stefan? Open the door. It's not open. Ich muss irgendwie in Stefans Raum, in sein Zimmer kommen. Oh, was ist das auch für ein Haus hier? Das ist doch kein Mom? Haus für ein kleines Kind. Locked. Sieht nicht aus wie deine Mutter, Kind. Wir gehen erstmal runter. Ich finde übrigens, das Kleid sieht super aus, wenn sie sich bewegt. Das hat... Oh, doch nicht. Habe ich das irgendwie umgestellt in den Optionen? Es ist aber dunkel hier im Haus, meine Güte. Kann ich jemanden anrufen, die Polizei oder... I guess it doesn't work. Oder das Jugendamt oder sowas. Bitte? Die Eingangstür, oder? Ja, gar nichts. Warte mal. Not locked. Das war nicht ihre Mutter, die sah auf jeden Fall sehr gruselig aus. Das Ding, was da am Klavier war. Oh. Telefon, ich komm schon. Sometimes you don't need the light on to see. Ach, manchmal. Ah, sieht man, manchmal braucht man kein Licht, um zu sehen. Ah, alles klar, oh, das haben wir jetzt. Das ist schön, dass ich die Info bekommen habe. It would be good to make a fire. It's getting cold and this temperature could trigger an asthma. Okay. Das kann denn bei ihr noch alles Asthma auslösen? Kälte, wenn sie sich erschreckt. Ich glaube langsam, die wollen sie tot sehen hier, die Familie, oder? Nur Notiz. Links. Was haben wir denn? Erstmal ein Hater. Warum kriege ich eigentlich jeden einzelnen angezeigt? Memories, der Wunsch. Gestern hatte ich zum dritten Mal. Wünschte ich mir zum dritten Mal etwas am Leuchtturm. Alles, was ich sehen möchte, ist Emma. Aber dieser Wunsch wird nicht wahr werden. Es ist alles nur eine Geschichte, ein Märchen. Über einen alten Leuchtturm. Jemand ist dumme Vorstellungskraft. Ich muss Emma finden, denn niemand will nach ihr suchen. Ich hoffe, Stefan wird mir helfen. Okay, was... Mach ein Feuer. Dad hat mir erklärt, wie man ein Feuer macht. Ich brauche zumindest mindestens drei Loks, also drei Holzscheite, etwas Papier und...
Streichhölzer. Hoppala. My hands are going numb. Was? Ihre Hände werden taub? Was ist denn los mit ihr, Kind? Es ist voll der helle Sommertag und ihr ist so kalt, dass ihre Hände taub werden. Ich wünschte, mir wird es genauso gehen. Und nicht, dass ich hier in Schweiß gebadet sitze und leide unter der Hitze. Das ist doch echt nicht schön, wirklich. Ah, okay. War das Ballenpapier, die Zeitung, die wir jetzt gebraucht haben? So, rein damit. Ich habe immer noch keine Streichhölzer, nur mal so. Ist das auch für ein Haus, wo alles verschlossen ist, sag mal? Jede Tür ist hier verschlossen, oder? Jede einzelne. Guck mal, die tollen Fußstapfen, wo führen die denn hin? Soll ich irgendwo in den Dachboden, ha? Nee. Wow. Das ist crazy und irgendwie auch sehr gruselig. Ist hier vorne nicht zu? Okay. Boah, ist das unheimlich hier. Die ganze Zeit spielt die alte dieselbe Melodie auf dem Klavier. Die Mutti. Oh, guck mal, eine Ente. Und sonst nichts. Jetzt ist aber auch ein bisschen unheimlich hier mit seinen leuchtenden Augen. Also ich wollte hier nicht wohnen, wenn ich das Kind wäre. Nichts. It's not open. Hat mich auch gewundert, du, wenn irgendwas hier offen wäre. Not pass. Locked. Mit der Mutter los. Sitzt halt echt nur da rum und spielt. So, wo gehe ich jetzt? Bitte schön, Locks her. Oh, ich kann. Wer hat denn bitte die Tür zugenagelt? Oh, da ist noch ein Lock. Bitte. 2. 1 brauche ich noch. Was ist denn hier noch so ein Lock? Wow, okay, die Tür war vorhin noch nicht auf. Kartoffeln. Warum ist das hier alles leer? Das kommt mir so vor, als wäre das Kind in einem verlassenen. Ha! Oh! It's awful! Poor Olivia! Who would do this? I will tell my mom. Ja. Ich weiß ja deine Mama selbst. Weißt du das? Oh, da ist noch ein Lock. Sehr gut. Oh, ich brauche immer noch Streichhölzer. Was gegen ist das Asthma? Bitte funktioniert hier gar nichts. So. Jetzt? It's getting colder by the minute. Ich brauche Streichhölzer unbedingt. Oh, die Tür geht auf. Oh, Stefan? Ja, schön, Stefan. It's broken. Ich gehe natürlich auch nicht. Ein Modellflieger hier gebastelt. Und nicht schon wieder. Schon wieder ein Albtraum, oder? Dings. Memories. Stefans Geburtstag. Heute ist Stefans Geburtstag. Er wird 10. Unsere Eltern haben gedacht, was? Haben sich viel über ein geschenktes Gedanken gemacht für ihn. Sie haben sich entschieden, ihm eine
einen Zug auf Schienen zu geben mit Batterien. Ich denke, das ist eine großartige Idee und Stefan wird froh sein über solch ein Geschenk. Und ich werde ihm eine wunderbare Himbeertorte backen. Aber ich bin sicher, Mom wird helfen. Also ich denke sicher, ich werde Moms Hilfe brauchen. Mama, nicht Mom. Schuhe hier. Ich habe leider die Kombination nicht für das Schloss. Hoppala. Bin ich da die Kombination für sein Schloss raus? Stefans favorite toy. Ja, er hatte ja schon Geburtstag dann, wie es aussieht. Polen, oder? Mapa. So, Polskie. Ja, das ist Polen. Bin ich auch wieder in den Schrank und es passiert was Schlimmes? Nee. Ich habe da vorhin mit dem Ball spielen sehen. Was soll das denn? Oh. Batterien. Was dann? Für den Zug vielleicht? Warte mal. It doesn't. It's Toy Train. It's Toy Train. It's Toy. It's Toy Train. It's Toy Train. It's Toy Train. Aber ich hab doch die Batterien bekommen, oder nicht? Ja, Batterien. Ah, alles klar, so funktioniert das. Und jetzt? Und das ist auf jeden Fall. Achso, da steht eine Zahl drauf. Ah, warte mal. 2, 1, 3. Ich glaube, ich habe schon die Kombination raus. So, 2. 1 und die 3. Little Cracker! Little Cracker, wow. Ich dachte schon, das ist ein Stück Kacke, aber es ist wohl ein Tannenzapfen. Ein Pinecone! Ein kleines Detail oder ein kleiner Teil einer Kuckucksuhr. Dad hat schon wirklich sehr lange danach gesucht. Für die Küche und dem. Was? In der Küche, um den Mechanismus im Esszimmer zu reparieren, aber er konnte es nicht finden. Stefan hasst diese hässliche Uhr. Doch, wahrscheinlich sie auch. Hates also. Oh. Streichhölzer? Oh nein. Was? Streichhölzer? Ja. Nein! Stefan hat mit den Streichhölzern gespielt. Eines Tages wird er das Haus niederbrennen. Der Dad wird sehr sehr wütend werden, wenn er weiß, dass mein Bruder die Streichhölzer angefasst hat. Jeder mal, ja. It's not open. Jetzt hat immer noch die Frau. Das Esszimmer, ne? Ich glaube, da ist die Kuckucksuhr. It's not suitable. Was? Ich wollte gerade sagen, passt doch. Wer ist die Detail? Was stimmt hier nicht? Was? Okay. Der ist einfach mit weiter runter. Also irgendwas fehlt hier, aber ich glaube, die Uhrzeiger fehlen, ha? Huh? Na gut, wir machen jetzt erstmal Licht. Carding all inhibitions. Ja, wir haben Licht gemacht. Feuer. It's warm finally. Na schön. Who are you? Fragst uns, wer wir sind? Du bist hier gerade rumgeschlichen wie so ein Geist, Junge. Was ist Stefan? Ah, die Tür ist. Warte mal, die Tür ist jetzt auf, genau. Ich wollte es mir.
Wollte gerade schon sagen, das Licht, die Musik ist aus, als ist die Tür jetzt bestimmt noch auf. Hey Mama. Oh, da ist aber niemand. Ich wollte gerade sagen. Oh Gott. Oh, habe ich gerade Schreck gekriegt, ne? Schön. Hey Mama. Ist jemand da? Die Augen sahen wirklich gruselig aus, meine Fresse. Was ist das denn? Did Stefan summon the Queen of Spades without me? Can't believe he hasn't raised the stairs. Oh, hinter dir, Mädchen! Who's there? Oh Gott, was? Was? Get out the looking glass world. Was? Welcome to the nightmares. Sekunde mal, ich mach's mal ein bisschen heller. Oh nein, nicht schon wieder so eine Puppe, die mich jetzt verfolgt, Leute. Hallo. Das ist echt kacke. Sind das Bürsten? Ganz viele Bürsten. Schrauben? Okay, ist ein Schraubendreher, aber ich dachte, das wäre ein Eispickel zuerst. Wo liegen hier so viele Bürsten rum? Rumprobieren wird nichts bringen, ha? Habe ich was? Kann ich mir was Neues ansehen? Vielleicht Dings? Ja, gut. Indem ich diesen Schraubendreher benutze. Ne, was? Mit diesem Schraubendreher wollte mir Daddy die Schaukel im Garten bauen. Ich habe eben sogar einige Schrauben festgezogen. Es war spaßig. Hat Spaß gemacht. So. Oh ne, lass mal. Lass ich lieber an die Lampe. Was? Ach so, warte mal, ich habe den Schraubendreher jetzt hier an der Taschenlampe benutzt und habe gedacht, so gut, vielleicht passiert ja was, weil das war genau das Symbol an der Wand, da war das ja drin, der Schraubendreher. Sehen wir mal, Raben. Zwei Raben kreisen über dir. Vier Augen. Es gibt keine Narbe auf ihrer Haut. Bleib einfach. Es wird dein Kampf sein, gib nicht auf. Wir haben eine Chance zu gewinnen. Ja. Okay, warte mal. 2, 4. The state will be only our battle and we have one chance to win. Vielleicht ist es ja 2, 4. 1. Warte mal, state. Okay, 2401 war der Code, Leute. Ich hab's. War ja gar nicht so schwer. Und ein Ziffernblatt. Mami, nicht piepsen. Oh oh. It's not open. Ach du Scheiße, ein Panzer. Da fährt einfach mal ein Panzer rein. Ja, cool, warum auch nicht, ne? Boah, ist das düster hier. Ich hab den Strom ausgemacht, okay. Aber erstmal gucken, was hier ist. Eine Tür mit lauter blutigen Handabdrücken drauf. Ich dachte, ich mach mal das Licht aus, da sehe ich was. Not open. Na,
Ah, können wir jetzt hier durch, wo das... Ja, der Strom ist... Ah!